Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique, heute ist Montag, was bedeutet, es ist Murder Mystery und Make-up Montag. Falls du neu bist, hier in Montag übersetze und ergänze ich ein Video der fabelhaften Belisarian und versuche ihren Look nachzuschminken. Also, falls du interessiert bist, an wahren Verbrechen und vielleicht auch am Make-up, abonniere gerne meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Donnerstags dann mit einer selbst recherchierten Geschichte. Das Originalvideo, Bellys Kanal und ihr Instagram sind unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Dort findest du auch alles an Quellen, was ich zusätzlich durchgearbeitet habe und was ich an Make-up benutze. Das Make-up findest du aber auch in Bildform auf meinem Instagram-Account. Letzten Montag haben wir über Emma Filipov gesprochen und eure Theorien und Meinungen gingen da ziemlich weit auseinander, was ich sehr spannend finde. Einige vermuteten, dass vielleicht auch Drogen mit im Spiel waren, weshalb sich ihre Wesensveränderung so ausgeprägt hat. Andere glaubten, so wie ich halt auch, dass es an einer mentalen Störung lag. Oder andere wiederum, dass sie ja zum Opfer eines Verbrechens wurde. Was nun wirklich war, weil all das ist möglich, all das und noch viel mehr, wissen wir leider nicht. Aber wir können auf das Beste hoffen, bis wir eines Besseren belehrt werden. Und heute reden wir über einen Fall, von dem man wahrscheinlich nicht denken würde, dass er so wirklich passiert ist. Aber laut der Einwohner, der Polizei und dem Staatsanwalt ist da wohl doch einiges dran. Es wird ein bisschen gruselig vielleicht. Diese Geschichte spielt 1988. Was heißt spielt? Sie passierte 1988 in einer kleinen Stadt namens Childress in Texas. Diese Stadt ist so klein, dass dort jeder weiß, was der andere tut oder treibt, was seine Vorlieben sind. Wer ist im Schützenverein, wer geht gerne angeln, wer arbeitet wo. So klein, dass wahrscheinlich keiner, der etwas weiter weg wohnt, weiß, dass es Childress überhaupt gibt. Und 1988 kannten dort alle den erst 17-jährigen Tate Rowland. Er war sehr bekannt in der Gegend, er sah gut aus, war aber auch ganz schön wild unterwegs. Ein gut aussehender, gelangweilter Teenager in einer Kleinstadt. Er hatte auch bei der Polizei einen gewissen Ruf. Er fuhr gerne mit seinem Auto und er trank auch ganz gerne. Und das ist ja in den Staaten mit 17 noch nicht erlaubt. Zu dieser Zeit hatte er eine Freundin namens Karen. Karen stammte aus einer ziemlich gut betuchten Familie. Ihre Familie waren Bauern und mit der Farm verdienten sie halt ordentlich Geld. Also auch Karen war in dieser Gegend ziemlich bekannt. Die Beziehung zwischen den beiden war allerdings nicht einfach. Sie hatten sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Und zudem waren beide ziemlich eifersüchtig. Wenn Karen sich zum Beispiel mit einem anderen Jungen unterhielt und Tate sah das, dann wurde Tate sehr eifersüchtig und sie stritten sich, trennten sich, küssten sich, versöhnten sich und immer wieder. Also diese typische On-Off-Beziehung. Einem, ich kann nicht mit, aber auch nicht ohne. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, keine dieser Beziehungen hat jemals ein gutes Ende genommen. Also zieh die Reißleine, falls du in so einer Beziehung bist. Es wird sehr, sehr wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Dann gab es wieder Streit zwischen den beiden. Also es war ja eh immer Streit, aber diesmal auf ihrer Arbeit. Super unangenehm. Tate sprang über den Tresen, um an sie heranzukommen und dann würgte er sie. Er war vorher noch nie gewalttätig ihr gegenüber geworden. Und Karen war natürlich total erschrocken von dem Verhalten. Sie zeigte ihn an, aber vor Gericht wurde die Klage dann fallen gelassen und es wurde eingestellt. Und die beiden kamen wieder zusammen. Ich weiß, überhaupt nicht gesund. Keine gute Entscheidung. Wo die Liebe hinfällt und wenn es auf dem Misthaufen ist. Manchmal passen halt zwei Menschen einfach nicht zusammen. Die sind alleine. Wundervoll, ganz tolle Menschen, aber zusammen ist es einfach nur explosiv und trennt euch besser, bevor jemand zu Schaden kommt. Irgendwann trennten die beiden sich dann auch endgültig und Tate beschloss, Texas zu verlassen und nach Louisiana zu ziehen, um dort bei einem Verwandten zu leben. Aber nach nicht allzu langer Zeit zog er wieder zurück nach Childress in sein Heimatdorf, in seine Heimatkleinstadt und dort hörte er dann, dass Karen während seiner Abwesenheit einen anderen Mann geheiratet hätte. Das machte ihn schon ganz schön traurig und er war auch ziemlich fertig, aber er versuchte es auch nicht allzu sehr an sich heranzulassen. Es war, wie es war und daran konnte er jetzt auch nichts mehr ändern. Er verbrachte dann sehr, sehr viel Zeit mit seinen Freunden, um sich auch ein bisschen davon abzulenken. Am 26. Juli 1988 wurde Tate dann so gegen 17 Uhr
auf dem Supermarktparkplatz gesehen. Er war im Park verabredet, weil er zugesagt hatte, die Frauen-Baseball-Mannschaft zu trainieren. Ziemlich cool. Nach dem Spiel verabredete sich Tate dann mit einem Kumpel namens Chad. Chad war erst 15 Jahre alt. Sie verabredeten sich zum Bier trinken. Sehr illegal, aber okay. Chad war eher introvertiert, sehr ruhig und nicht besonders cool. Also er hatte nicht besonders viele Freunde, er kam nicht so cool an. Ja, aber dadurch, dass er mit Tate rumhing, der ja super cool war, wurde er dadurch halt auch irgendwie cool. Wenn so jemand wie Tate mit ihm rumhängt, muss er ja cool sein. Gegen 18 Uhr lief Chad dann sehr aufgelöst zu der Familie von Tate. Er stürmte ins Haus und sagte ihnen, dass Tate sich erhängt hätte. Tates Mutter sagte, dass Chad, als er ihr das sagte, sehr ruhig wirkte. Er hatte keine Tränen in den Augen, er sah nicht verheult aus, er sah nicht geschockt aus, er wirkte. Hey, beim Bäcker gibt es übrigens auch Kuchen. Sehr unaufgeregt. Tates Mutter, der Vater und Chad fuhren dann zu dem Baum, wo Tate sich erhängt hatte. Und vor Ort musste Tates Vater ihn dann von diesem Baum losschneiden. Ich weiß nicht, warum der 15-Jährige ihn nicht losgeschnitten hatte. Vielleicht hatte er kein Messer, vielleicht kam er nicht ran. Ich weiß es nicht. Manche hätten sich wahrscheinlich darunter gestellt und versucht, denjenigen hochzuhalten, damit er sich nicht erwürgt. Aber ich glaube, jeder reagiert in so einer Situation halt anders. Und man kann da nicht wirklich drüber urteilen, ob das jetzt richtig oder falsch war. Es ist halt eigentlich auch eine Panikreaktion, auch wenn er sehr ruhig wirkte. Als sein Papa ihn dann losgemacht hatte, konnte er nur noch den Tod feststellen. Sie informierten dann natürlich auch die Polizei und Chad wurde von der Polizei befragt. Chad sagte, dass Tate mit ihm zu dieser Wiese gefahren war, um ein bisschen Musik zu hören und noch ein paar Bier zu zischen. Dann hätte Tate ein Seil über einen Baum geschmissen, also über den Baum geworfen, und sagte, er würde sich jetzt erhängen. Chad dachte dann natürlich, dass Tate nur einen Witz machen würde. Er nahm das überhaupt nicht für voll. Chad selbst ist ums Auto gegangen, um sein Dosenbier oder die Dose von seinem Bier ins nächste Gebüsch zu werfen. Was umwelttechnisch natürlich nicht so cool ist. Als er dann wieder zurückkam, sah er, dass Tate sich tatsächlich an den Baum erhängt hatte. Und so wie es aussah, war Tate schon tot. Diese Geschichte ergab natürlich nicht so viel Sinn. Sie klang einfach nicht plausibel. Und als man Tates Körper untersuchte, sahen sie halt zwei Brandspuren von dem Seil, also so eine Reibungsspur, so eine Brandspur. Wenn dir mal ein Seil so ein bisschen zu schnell durch die Hand fährt, dann verbrennst du dir ja auch die Haut. Und Tate hatte halt zwei an seinem Nacken. Einmal hier unten unter seinem Adamsapfel und einen da drüber. Durch die Schwerkraft und weil man ja so runtersackt, ist eigentlich hier diese Brandspur oberhalb vom Adamsapfel, aber nicht unten. Wieso hatte er also zwei Spuren an seinem Hals? Die Polizei überlegte also, ob die Möglichkeit besteht, dass Tate zuerst mit diesem Seil stranguliert wurde und danach erhängt wurde, also dass er sich nicht selbst erhängt hat. Das würde die Spuren, die man an ihm fand, halt erklären. Zwei Tage später holten sie sich Chad wieder auf die Wache, um ihn erneut zu befragen, weil seine Geschichte halt nicht so gut klang. Nun, beim zweiten Gespräch sagte Chad aus, dass das Seil riss, als Tate sich damit erhängen wollte. Sie seien dann zurück zu Tates Haus gefahren, was nur so 5 Minuten mit dem Auto entfernt war, um einen neuen Strick zu holen. Mit dem zweiten Strick hätte es dann funktioniert. Chad hatte zuerst die andere Geschichte erzählt, weil er Angst hatte, Ärger zu bekommen, weil er Tate nicht davon abgehalten hatte. Ich meine, Chad war erst 15 Jahre alt. Er war sehr ruhig, er war introvertiert, er war nicht so beliebt. Und er sah zu Tate auf. Vielleicht hatte er wirklich nur Angst, Ärger zu bekommen. Andererseits, wieso hat er nicht einfach gesagt, mach das nicht oder wenn du das wirklich machen möchtest, dann aber ohne mich und ist wenigstens abgehauen. Warum ist er da geblieben und ist sogar noch das zweite Seil holen gefahren? Es kommt ein bisschen komisch rüber, muss ich sagen. Die Polizei stufte Tates Tod trotzdem als Selbstmord ein. Eine richtige Autopsie führten sie nicht durch, weil der Gerichtsmediziner das unter diesen Umständen für nicht nötig hielt. Also wurde der Körper für die Beerdigung vorbereitet. Zu der Beerdigung kamen sehr viele Familienangehörige und aber auch Freunde aus der Stadt. Alle wollten sich nochmal von ihm verabschieden und auf der Beerdigung passierten dann ein paar merkwürdige Dinge. Tates Tante zum Beispiel saß sehr weit vorne in der Kirche und sie bemerkte eine
total schwarz gekleidete Frau mit einem schwarzen Trauerschleier über dem Gesicht. Diese Frau kannte sie nicht und die kannten sich ja irgendwie alle. Diese Frau setzte sich ganz nach hinten in die Kirche und Tates Tante fragte dann in ihrer Sitzreihe herum, ob irgendjemand diese Frau erkennen würde. Aber niemand kannte diese Frau. Als der erste Teil der Beerdigung dann vollzogen war, beschloss sie sich selbst bei dieser Frau vorzustellen, aber halt eher, um herauszufinden, wer diese Frau ist. Doch die Frau war verschwunden. Sehr viele auf der Beerdigung haben diese Frau bemerkt. Niemand hat sie erkannt. Niemand hat mit ihr sprechen können und sie war einfach verschwunden. Als die Trauerfeier dann weiterging, fing ein junger Mann in einer der vorderen Reihen an, irgendwas zu murmeln. Er sagte immer und immer wieder ein Wort. Zuerst ganz leise und es wurde dann immer lauter. Zuerst verstand niemand, was er da eigentlich sagte, bis es lauter wurde. Und dann hörte man Suizid. Suizid, Suizid. Das wiederholte er immer und immer wieder. Es klang so, als wäre er total besessen davon oder würde unter Schock stehen. Keine Ahnung, warum man das immer und immer wieder auf einer Trauerfeier wiederholen sollte. Und nicht nur Tates Familie fand das besonders merkwürdig. Erst diese vermummte Frau, die sich reinschlich, die niemand kannte und dann einfach verschwunden war. Und dann der Junge in einer der vorderen Reihen, der immer wieder von Selbstmord sprach. Also Suizid, Suizid, Suizid. Das Leben ging natürlich für alle anderen weiter, auch wenn Tate nicht mehr unter ihnen war. Doch niemand glaubte daran, dass es ein Selbstmord war. Wegen Karen hätte er sich eher nicht umgebracht. Er war zwar traurig, aber er war stabil. Und deshalb glaubten halt auch viele, dass es ein Mord war und kein Selbstmord. Ich weiß es auch nicht. Also er wirkte jetzt nicht unbedingt depressiv, aber es haben sich halt Leute schon wegen viel weniger umgebracht. Also die Möglichkeit besteht, ich weiß es nicht, man steckt da halt nicht drin, ich kann es nicht beurteilen, möglicherweise, vielleicht auch nicht. Und dass die Familie sagt, dass er sich nicht selbst umgebracht hätte, dass er sich nie etwas selbst angetan hat, das ist halt auch etwas, was halt jeder von seinen Angehörigen sagen würde. Es ist sehr, sehr selten, dass jemand depressiv ist und die Leute drumherum kriegen das mit. Meistens ist es ja, dass die Leute das für sich behalten oder auch verschweigen. Doch diese zwei Seilspuren am Hals finde ich schon verdächtig und Schätzverhalten auch. Ein paar Tage nach der Beerdigung von Tate bekam die Polizei dann einen Tipp von einem Highschool-Schüler. Er sagte, dass sie sich die Gegend, dort wo Tate sich erhängt hatte, dass sie sich diese Gegend mal ein bisschen genauer angucken sollten. Und vielleicht hatten sie nichts anderes zu tun oder sie hofften auf irgendwelche Hinweise oder Beweise. Sie fuhren auf jeden Fall dahin, um sich diese Gegend genauer anzugucken. Dort fanden sie einen Kuhschädel an einem kleinen Baum. Daneben einen Haufen von Steinen und Stöckern. Stämme, Äste wurden zu einem Kreis angeordnet und da drin war ein Steinkreis. Und dort stand dann halt dieser kleine Baum und da war dieser Kuhschädel drauf. Für die Polizei sah das aus wie ein Altar. In einer der folgenden Nächte war ein Polizist auf Streife und er kam zufälligerweise am Friedhof vorbei. Dort sah er an Tates Grab eine Gestalt stehen. Weil es dunkel war und er relativ weit weg, konnte er diese Gestalt aber nicht erkennen. Er sah kein Gesicht und hätte jetzt auch nicht sagen können, dass es die und die Person gewesen wäre. Also fuhr er da näher hin, stieg aus, nahm seine Taschenlampe und guckte sich da um. Aber diese Gestalt war verschwunden, war einfach weg. Er hatte sie nicht weggehen sehen, er hatte nicht bemerkt, wie diese Gestalt den Friedhof verlassen konnte. Was ihm auffiel, war Spucke über dem Grabstein. Von oben bis unten befand sich darauf Kautabakspucke, also wenn jemand Kautabak kaut und dann halt musste das ja immer ausspucken. Und der ganze Grabstein war damit voll. Daneben stand ein hölzernes Kreuz. Dieses Kreuz war aber verbrannt worden, also war es ein verbranntes Holzkohlekreuz. Und in so einer Kleinstadt wird halt viel geredet. Jeder dort ist heiß auf den neuesten Draht. Und sie erfuhren halt auch von diesem Altar. Und es machte sehr schnell die Runde, dass dort etwas Satanisches vor sich gehen würde. Als im Herbst dann die Schule wieder losging, hatte jeder irgendwas über Tate gehört. Ich meine, sie wussten ja, dass Tate gestorben war, aber
Die Geschichten drumherum wurden immer wilder und einige sagten, dass Tate Mitglied in einem satanischen Kult gewesen wäre. Er wäre von einem Kultmitglied umgebracht worden, weil er ihm kein Menschenopfer gebracht hätte. Sie hätten ein blondes, blauäugiges Kinderopfer von ihm gefordert und er wollte das nicht liefern. Immer öfter wurde über so einen Kult gesprochen, auch wenn die Geschichten sich immer ein bisschen änderten. Die Lehrer bemerkten, dass immer mehr Fremde, also Leute, die nicht aus der Gegend stammten, draußen vor der Schule in ihren Autos saßen und auf Kinder warteten. Ich meine, sie kannten ihre Schüler und deren Familien und diese Leute da in den Autos kannten sie halt nicht. Gerade in der kleinen Stadt, wo sich eh jeder kennt, kennen auch die Lehrer, die Eltern der Kinder und auch ihre Verwandten. Sie versuchten wohl auch, eins der Kinder zu entführen. Dieses konnte sich aber losmachen und entkommen. Niemand wurde für diese versuchte Entführung zur Verantwortung gezogen. Also es wurde niemand verhaftet, noch nicht groß irgendwas unternommen. Die Geschichten wurden immer verrückter und irgendwas war in dieser kleinen Stadt los. Und es sah so aus, als hätte Tates Tod das irgendwie alles losgetreten. Alle Anwohner waren in höchster Alarmbereitschaft. Die Polizei bekam dann noch einen merkwürdigen Anruf von der Polizei aus Lockhart, das ist im zentralen Teil von Texas. Eine junge Frau aus Childress kam zu dieser Polizeistation in Lockhart. Sie sagte, dass sie eigentlich in Childress leben würde, aber gerade zu Besuch bei jemandem in Lockhart wäre. Sie sagte, dass sie in der letzten Nacht einen verrückten Traum gehabt hätte. Eine Vision. Sie sagte, in ihrem Traum, in ihrer Vision, hätte sie gesehen, wie dieser satanische Kult sich in einer Nachbarschaft getroffen hätte, also in einem Haus mit einer Veranda und auf dieser Veranda würde ein rotes Licht leuchten. Und dort hätten die sich getroffen. Sie erzählte weiter, dass auch ihre Eltern in dieser Kultgeschichte involviert seien. Und sie hätten vor einigen Jahren ein Kind mit ihrem Auto überfahren. Okay. Krasser Shit. Die Polizei machte zu dieser Aussage ein paar Faktenchecks. Sie wollten herausfinden, ob irgendwas daran überhaupt stimmt, was diese junge Frau ihnen da erzählt hatte. Von ihrer Vision. Sie fuhren zu dieser kleinen Stadt neben Childress und dieses Haus mit der Veranda und diesem roten Licht gab es wirklich. Aber kurz vor ihrer Ankunft ist es bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Sie dachten, das ist schon ganz schön interessant. Und dann fanden sie noch einen Bericht darüber, dass ein 15-Jähriger von einem Auto überfahren worden ist. Dieser Fall konnte nicht geklärt werden, weil es keine Zeugen gab und keine Hinweise oder Spuren. Dieser Junge war auf dem Heimweg. Er wollte nur nach Hause und wurde von einem Auto überfahren. Nun, also die Angaben von dem Mädchen mit ihrer Vision, die schienen zu stimmen. Und die Polizei überlegte, ob da wirklich ein Kult, ein satanischer Kult hinterstecken könnte. Und die Leute, die flippten wieder aus, denn sie erfuhren auch davon. Also irgendjemand von der Polizei tratschte da ganz schön. Und sie tuschelten dann, hast du das von dem Haus gehört? Da wurden Sektenmeetings abgehalten. Und der arme Junge, der überfahren worden ist? Das waren wohl die. Und dann sagte jemand was. Jemand gestand, legte die Karten auf den Tisch. Endlich Ray. Ray war ein ziemlich harter Bursche. Er war erst 15, aber wurde schon für Autodiebstahl verhaftet und verurteilt. Er klaute betrunken ein Auto, fuhr betrunken unter Alkoholeinfluss dieses Auto und knallte gegen einen Strommast. Ray sagte, als er verhaftet wurde, dass er Mitglied in einem satanischen Kult sei und am Tag, als Tate sich erhängt hätte, vor Ort gewesen wäre. Aha, Chad, davon hast du uns gar nichts erzählt. Am nächsten Tag widerrief Ray dieses Geständnis und sagte, dass er viel zu betrunken gewesen sei. Er könnte sich gar nicht daran erinnern, sowas überhaupt gesagt zu haben. Doch Ray und seine ganze Familie waren keine Unbekannten bei der Polizei. Auch sein Vater und sein Bruder hatten mehrere Vorstrafen angesammelt. Dass Ray zuerst gestand oder auch was er gestand, drang natürlich wieder an die Öffentlichkeit. Datenschutz ist da echt für den Arsch. Und die Leute, die das gehört hatten, also jeder aus der kleinen Stadt, die fuhren raus zu Rays Haus und guckten sich da um. Sie wollten gucken, ob man da irgendwas Satanisches sehen könnte. Ist das da drüben ein umgedrehtes Kreuz? Ist das ein Bild vom Teufel? Ah, nein, ist die Großmutter, okay.
An der Rückseite des Hauses fanden sie dann etwas an die Wand gesprühtes. Das wurde notdürftig mit Farbe überpinselt. Sie versuchten natürlich herauszufinden, was an diese Wand gesprüht worden ist. Einige schworen darauf, dass dort stand Teufelshaus. Andere sagten, dass dort steht Teufelshöhle. Und wieder andere schworen darauf, dass an der Wand gesprüht stand, ich liebe den Teufel. Hauptsache irgendwas mit Teufel. Die Polizei sagte sich dann, okay, dann fragen wir doch einfach mal jemanden, der es halt auch wissen muss. Und sie fragten Ray. Und er sagte, dass da lediglich stand, ich liebe Elle. Aber sein Vater wäre sauer gewesen und er hätte es halt überpinseln müssen. Ob ich liebe Elle jetzt für ein Mädchen stand, auf das er stand, oder seine Freundin, oder für Lucifer. Weiß man nicht, wurde nicht geklärt. Möglicherweise. Ray hatte für den Abend, als Tate sich angeblich erhängt hatte, ein Alibi. Das glaubten ihm viele nicht und anderen war es halt einfach egal, dass er ein Alibi hatte. Die Gerüchte um diesen Kult herum verselbstständigten sich. Jeder beschuldigte den anderen, dass dieser in diesem Kult mit drinstecken würde. Und es wurde zu einer richtigen Hexenjagd. Es wurden Leute angezeigt, es wurden angeschwärzt, es wurden mit den Fingern auf sie gezeigt. Es wurden Geschichten ausgedacht, die mehrere Menschen teilten. Also ein Junge hätte zum Beispiel Seiten aus der Bibel gerissen, sie gegessen und dabei wäre Schaum vor seinem Mund entstanden. Und da sagten viele, das habe ich auch gesehen. Ganz genau so war es. Also, es wurde echt wild. Und auch Karen trafen diese Vorwürfe und Anschuldigungen. Karen, Tates Ex-Freundin, die, als er in Louisiana war, einen anderen geheiratet hat. Die Leute erzählten, dass sie einen Haufen Hexenbücher hätten, ein Ouija-Brett im Schlafzimmer. Und sie sei diejenige, die Tate in diesen Kult gelockt hätte. Denn sie sei die Kult-Queen, die Anführerin. Und ich weiß nicht, wie viele Leute so in ihrem Schlafzimmer ein- und ausgehen, dass sie wissen, dass sie da ein Ouija-Brett hat. Ich möchte hier niemanden verurteilen. Ich fände es nur spannend zu wissen, wer da alles so ein- und ausgeht. Aber es zeigt halt, es sind Gerüchte. Viele beschuldigten Karen. Und die Polizei befragte sie und entlastete sie auch, aber das war den Leuten egal. Sie zeigten weiter mit dem Finger auf sie und waren davon überzeugt, das ist die Anführerin. Und sie war wirklich frustriert, verständlicherweise, über diese ganzen falschen Anschuldigungen. Mit der Zeit wurden die Gespräche über diesen satanischen Kult aber auch weniger. Es passierte nichts mehr und das Gespräch darum ebbte einfach ab. Es war noch in ihren Hinterköpfen, aber es war nicht mehr ein alltägliches Thema. Doch was dann passierte, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Ich wette mit dir, dass du nicht damit rechnest, dass du nicht darauf kommst. Nein, wie solltest du auch? Du hast davor noch nichts davon gehört. Tate hatte eine ältere Schwester namens Terry. Und Terry wurde tot aufgefunden. Und nicht nur, dass auch seine ältere Schwester Terry tot aufgefunden wurde. Nein, sie wurde in Rays Haus tot aufgefunden. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Wie auch. Du wusstest nichts von Terry. Und die Leute, die Anwohner aus dem Dorf, aus der Kleinstadt, die flippten aus. Als sie das hörten, flippten sie aus. Was? Auch seine ältere Schwester ist jetzt tot? Und das noch in dem Teufelshaus? Oh mein Gott! Die Leute zählten halt eins und eins zusammen. Es war das Teufelshaus, Tate war tot, Terry ist seine Schwester und sie ist jetzt in diesem Teufelshaus tot aufgefunden worden. Sehr verdächtig. Terry hatte eine ziemlich schwere Zeit. Sie hatte sich gerade von ihrem Mann scheiden lassen. Sie verzichtete auf das Sorgerecht ihrer vier Kinder und hing dann mit den falschen Leuten rum, kam mit Drogen in Verbindung und traf dann ziemlich viele schlechte Entscheidungen. Sie datete einen Typen, der mit dem Bruder von Ray befreundet war. Und eines Abends trafen sich alle bei Ray, machten ein bisschen Party, hatten Spaß. Danach, als die Party vorbei war, ging halt jeder in sein Zimmer, um sich schlafen zu legen. Terry sei nachts nochmal aufgewacht, wäre im Wohnzimmer rumgelaufen, hingefallen und man hätte sie dann wieder zurück ins Bett gebracht. Am nächsten Morgen gegen 9:30 ging dann jemand zu Terry, um sie zu wecken. Doch derjenige bemerkte, dass Terry eiskalt und steif war und dass sie halt tot war. Sie riefen natürlich gleich die Polizei und die Autopsie ergab, dass Terry das Doppelte an der erlaubten Alkoholmenge in ihrem Blutkreislauf hatte.
Ich habe nachgeguckt und es waren 0,26 Promille. Sie sagten aber, sie sei sehr betrunken gewesen. Und die Todesursache sei, dass Terry an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt sei. Also gab es für die Ermittler keinen Hinweis darauf, dass irgendjemand an diesem Tod verantwortlich sei. Und sie stuften das halt als Unfalltod ein. Und damit war der Fall abgeschlossen. Aber nicht doch. Nö, nö, nö. Nicht mit den Dorfbewohnern. Denn die dachten, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Sie setzten die Puzzleteile zusammen und sie vermuteten sehr stark, dass der Tod von Terry etwas mit Tates Tod zu tun haben muss. Bruder und Schwester tot und sie stirbt in der Umgebung, die man mit diesem Satanskult in Verbindung gebracht hat. Terry hatte zudem nie daran geglaubt, dass ihr Bruder sich selbst umgebracht hätte. Und sie wollte immer herausfinden, was mit ihrem Bruder wirklich passiert ist. Sie ließ nie locker und sie stellte immer weiter Fragen. Also dachten sie sich, dass sie vielleicht deshalb umgebracht wurde, weil sie zu viele Fragen gestellt hat. Terry hätte einem Freund erzählt, dass Tate sie damals gewarnt hatte, ihre Kinder bei sich zu behalten. Denn dieser satanische Kult wäre immer noch auf der Suche nach einem Kinderopfer. Und er sagte, die haben es auf eins deiner Kinder, auf eins deiner Mädchen abgesehen. Was wohl auch der Grund dafür ist, dass sie auf das Sorgerecht ihrer Kinder verzichtet hat. Das alles erzählte die Familie auch der Polizei. Diese weigerte sich aber, sowohl den Fall von Terry neu zu untersuchen, als auch den Selbstmord von Tate. Vielleicht wollten sie das mit diesem Kult einfach nicht wahrhaben. Vielleicht wollten sie diesen Kult totschweigen. Vielleicht dachten sie auch, sie hätten nicht genug Beweise, um das zu rechtfertigen, diesen Fall neu aufzurollen. Man weiß es nicht genau. Doch glücklicherweise wurde kurz nach dieser Entscheidung der verantwortliche Polizist selbst verhaftet, weil er beim Drogendealen erwischt wurde. Diese Kleinstadt. Wild. Nun, der alte drogendealende Polizist war nun selbst im Gefängnis und ein neuer Sheriff kam in die Stadt. Das war cringe, ich weiß. Doch er eröffnete beide Fälle neu, um sie erneut zu untersuchen. Er befragte nochmal alle Zeugen und stieß dann auf höchst merkwürdige Situationen. Zum Beispiel Ray, der trinkende, autostehlende, im Teufelshaus wohnende Jugendliche. Nun, er hatte ja einen Bruder. Dieser versuchte sich selbst umzubringen, indem er 25 bis 30 Tabletten schluckte. Er schluckte Elavil und das ist ein Antidepressivum, was einem auch helfen soll zu schlafen. Rays Bruder hinterließ einen Abschiedsbrief und in diesem schrieb er: Ich weiß was, was die Polizei nicht weiß. Ich weiß, wer Terry umgebracht hat. Ich kann nicht mehr leben. Nun, Rays Bruder überlebte diesen Selbstmordversuch und das ist natürlich aus verschiedenen Gründen richtig toll, weil er hat nicht geschafft, sich umzubringen. Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem was Interessantes stand. Die Polizei hatte jetzt die Möglichkeit, ihn zu befragen. Doch als die Polizei ihn befragte zu dem Abschiedsbrief, sagte er, er könnte sich an gar nichts mehr erinnern. So wie sein Bruder halt schon zuvor. Er sagte, er hätte gar keine Ahnung, wer Terry das angetan haben könnte. Sehr praktisch, wenn man sich auf einmal an nichts mehr erinnern kann. Und wie frustrierend muss das für Terrys Eltern sein? Die Jungs, die ganz offensichtlich etwas wissen, aber nichts sagen. Ich meine, sie haben zwei Kinder verloren. Am 27. Juli 1991 wurde Tates Körper dann exhumiert. 3 Jahre später. Der Sarg war allerdings nicht luftdicht und so war sein Körper sehr stark verfallen und die Polizei konnte da halt leider keine Spuren mehr sicherstellen. Sie konnten nicht beweisen, dass es nicht wirklich ein Selbstmord war. Doch sie machten noch Gewebeuntersuchungen und da stellten sie fest, dass Tate auch Medikamente im Körper hatte. Eine beträchtliche Menge von Elavil. Das, was auch Rays Bruder geschluckt hatte. Es fiel damals nicht auf, weil sie ja gar keine richtige Autopsie gemacht hatten. Aber nun, das gleiche Medikament wie das, womit Rays Bruder versucht hatte, sich umzubringen, das war schon merkwürdig. Also dieses Elavil hat wohl eine sehr beruhigende Wirkung und soll auch helfen, einzuschlafen. In einer höheren Dosis soll es eventuell auch helfen, jemanden zu sedieren. Es war auf jeden Fall eine Theorie, dass diese Kultmitglieder jemanden mit Elavil sedierten, um sie dann umzubringen. Terry wurde ebenfalls exhumiert und ein zweiter Pathologe machte bei ihr nochmal eine Autopsie.
Die Angaben von der ersten Autopsie überprüfte er dann nochmal. Dieser zweite sagte dann, dass es unmöglich sein kann, dass Terry an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt sei. Denn sie lag mit dem Gesicht nach unten und so wäre das Erbrochene einfach raus und davon gelaufen. Wer versuchte also, das alles zu vertuschen? An Halloween 1991 kamen dann die Abschlussberichte zu Terrys Autopsie. Und da sah es so aus, als sei sie ganz, ganz langsam erstickt worden. Man fand in ihrem Mundbereich Prellung von einem stumpfen Trauma, so wie bei einem Missbrauch. Und dann fand man noch etwas in ihrem Körper. Und ich glaube, du ahnst es schon. Auch in ihrem Körper fanden sie Elavil. Jetzt fand man dieses Medikament bei 3 Leuten. Tate hatte sich angeblich selbst umgebracht. Terry sei angeblich an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt. Und Rays Bruder hätte auch versucht, sich damit selbst umzubringen. 2 Selbstmorde, 1 Unfall, ich weiß ja nicht. Zu dieser Zeit gab es wirklich niemanden mehr in Childress, der nicht an diesen Kult glaubte. Es gab viele Gerüchte darüber, wer wohl dahinter steckt, aber es wurde niemand zur Verantwortung gezogen. Es gab Vermutungen und Anschuldigungen, insbesondere in die Richtung von Rays Familie. Jedoch waren die meisten Anschuldigungen und Vorwürfe total haltlos und nichts davon konnte bewiesen werden. Mit der Zeit passierten aber immer wieder merkwürdige Dinge. Man fand leider auch Haustiere, denen die Herzen herausgeschnitten wurden. Diese hatte man dann einfach mitten auf der Straße abgelegt. Von einem Ermittler brannte dann das Haus bis auf die Grundmauer nieder, ohne einen Hinweis darauf, wie es zu diesem Brand kommen konnte. Ein paar Wochen später fand man dann auch bei einem Pärchen sehr merkwürdige Kunstgegenstände. Einige waren davon sehr pornografisch, andere eher satanisch. Es gab zum Beispiel ein Gemälde von einer Person, doch anstelle des Kopfes hatte diese Person einen Ziegenkopf. Satan. Die Polizei fand keine richtigen Hinweise oder Beweise darauf, dass dieser Kult für diese Sachen verantwortlich war. Oder überhaupt, dass dieser Kult existiert. Es gab also keine Hinweise, niemand sprach wirklich, also niemand gestand. Und es gab halt nicht genug Beweise, mit der die Polizei hätte arbeiten können. Und das war die Geschichte über einen eventuell satanischen Kult aus einer Kleinstadt, von der man sonst vielleicht noch nicht mehr irgendwas gehört hätte. Ich meine, gerade so in Kleinstädten sind diese Kults ja doch eher vertreten, weil sie halt da nicht so besonders auffallen. Also sie können dann in größeren Städten agieren und machen, aber in so Kleinstädten fällt das eher nicht so auf. Also in ländlicheren Bereichen. Und was nehmen wir aus diesem Fall heute mit? Wenn sowas in einer Kleinstadt passiert, ist das immer ein bisschen intensiver, weil die Leute, die da leben, sich halt gegenseitig kennen und sich halt auch vertrauen. Das idyllische Leben dort wird gestört. Und durch das ganze Gerede, durch die Gerüchte und diese ganzen Beschuldigungen wurde das alles viel, viel schlimmer. Wahrscheinlich wurden viele Dinge überspitzt. Wahrscheinlich wurden Geschichten erfunden. Vielleicht war alles so, wie es erzählt wurde. Das weiß man nicht. Manche Sachen bezweifle ich, andere Sachen sind schon echt merkwürdig. Die Langeweile kann insbesondere Jugendliche wirklich zu fiesen Unfug anstiften. Das ist, glaube ich, wirklich schwierig, sie gleichzeitig zu fördern, zu beschäftigen, aber nicht zu überfordern. Man will ja auch ihre Freiheiten nicht zu stark einschränken, denn auch Dummheiten fördern die Entwicklung. Wenn niemand irgendwie Dummheiten gemacht hat, dann fehlt auch irgendwie was. Es muss ja nicht immer gleich irgendwie was Krasses sein. Es können auch kleine Dummheiten sein. Doch wenn sie gelangweilt sind, ist es wahrscheinlicher, dass sie Schlimmeres anstellen. Ehrlich, Pubertierende sind voll anstrengend. Wirklich. Sie wissen alles besser und sie wollen insbesondere nicht auf ihre Eltern hören. Und das ist so ermüdend. Ich glaube, du kennst das auch, bin ich mir ziemlich sicher. Du erzählst deinem Kind irgendwas, ey, es ist total cool, das ist richtig gut, das wird dir wahrscheinlich helfen, bla 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 bla. Mundfusselig gesabbelt. Das Kind, du hast keine Ahnung, du bist alt, du bist uncool. Ich habe das oft gehört. Und dann, 2-3 Wochen später, kommt das Kind nach Hause und sagt, oh, XY hat mir erzählt, das und das, voll cool, das mache ich ab jetzt. Oder ähnliches. Das, was du dem Kind vor 2-3 Wochen gepredigt hast. Pubertät. Die machen echt nur Püpse. Es ist sau anstrengend. Ihr seid so anstrengend. Hört auf eure Eltern. Wir sind alt, wir haben Lebenserfahrung.
Und ich war nicht besser. Ich war vielleicht eine der Schlimmsten. Ich weiß, ihr glaubt das nicht, aber fragt meine Schwester, wenn ihr mir nicht glaubt. Okay, rückblickend auf diesen Fall nochmal, um von der Pubertät mal loszukommen. Vielleicht war Tates Tod ein Selbstmord. Doch Chad, seine Aussagen waren merkwürdig. Und wieso hat er Tate dabei geholfen, sich selbst umzubringen, anstatt zu sagen, ey, wenn du das vorhast, ohne mich, dann mache ich nicht mit. Ich weiß nicht, was in 15-jährigen Jungsköpfen abgeht, die vielleicht auch nicht so die coolsten in der Schule sind, zu jemanden aufschauen. Aber ich glaube nicht, dass jemand dasteht und sagt, okay, das erste hat jetzt nicht geklappt, du willst es unbedingt. Sieh es halt nicht als Zeichen, dass du es nicht tun sollst. Lass uns zu dir nach Hause fahren und das zweite Seil ausprobieren. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und dass er dann auch so abgeklärt bei den Eltern steht und sagt, Tate hat sich eben erhängt, dort an dem Baum. Wollen wir zusammen hinfahren? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und dass er dann halt auch noch bereit war zu lügen. Also er wirkt abgeklärt und hat ja dann auch erst eine falsche Geschichte erzählt. Das ist wirklich. Es macht mich skeptisch. Und wieso schweigen so viele, die ganz offensichtlich etwas wissen? Oder hat sowohl Ray als auch Rays Bruder nur Bullshit erzählt? Warum hat er nicht in seinem Abschiedsbrief geschrieben, ich weiß, wer Terry umgebracht hat, es war XY? Nun, Terrys Tod kann tatsächlich ein Unfall gewesen sein, denn du kannst auch mit dem Kopf nach unten sehr gut an einem Erbrochenen ersticken. Kommt halt immer drauf an, wie dein Kopf liegt. Wenn du jetzt bäuchlings auf dem Bett liegst, aber der Kopf hängt so ein bisschen runter und es fällt dann einfach am Bett vorbei, ich weiß, es ist sehr unappetitlich, aber daran würdest du dann halt nicht ersticken. Ich weiß halt nicht genau, wie sie wirklich lag. Und dieses Elavil, es soll da keine Partydroge gewesen sein, weil die Wirkstoffe halt auch nicht passen. Aber vielleicht war es da doch so eine, ja, so eine Partydroge oder hey, wir betäuben uns und knallen uns in die Ecke Droge. Vielleicht war es ein Medikament, an das die Jugendlichen sehr leicht herangekommen sind und dachten sich, jo, uns gefällt die Wirkung. Vielleicht, das ist eine Möglichkeit. Vielleicht war es da eine populäre Droge, um bedämmert zu sein. Und vielleicht sind auch später diese komischen Dinge passiert, weil es nun mal eine langweilige Kleinstadt war, in der nichts los war. Denn es gibt Jugendliche, die haben ein Potenzial, gerade wenn ihnen langweilig ist, dass sie auch bereit sind, Haustiere aufzuschneiden. Ich wüsste jetzt nicht, was es mit dem Kult zu tun hat, wenn man die dann mitten auf die Straße legt. Das ist eindeutig dazu gedacht, um die Anwohner zu schocken. Und dieser Kreis aus Ästen, Stämmen und Steinen, gegebenenfalls ein Pentagramm, dieser Altar mit dem Kuhschädel, finde ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt so ungewöhnlich, sowas hinzulegen. Ich glaube, das haben schon viele gemacht. Kuhschädel, okay, würde ich jetzt hier in der Stadt nicht so drankommen. Vielleicht ist es dort anders. Vielleicht haben auch manche Jugendliche die Sensationsgier gepackt, dass sie irgendwie die Stadt aufregen wollten, deshalb haben sie die Tiere da auf der Straße liegen lassen, einfach um ein bisschen Unruhe reinzubringen, dass mal wieder über irgendwas geredet wird. Das sind Möglichkeiten, die für mich plausibel klingen. Aber andererseits schweigen halt auch sehr viele, die etwas wissen. Und das macht mich halt wirklich stinkig. Wenn es um deine Schwester, deinen Bruder, deinen Vater, deine Mutter, besten Freund, wie auch immer gehen würde, dann würdest du halt auch wissen wollen, was da wirklich vorgefallen ist. Ich finde es super traurig zu sehen, wie viele damit leben können, das zu verschweigen. Wobei ich nicht weiß, wie sich deren Leben entwickelt hat und wie sie tatsächlich damit umgehen, das mit ins Grab zu nehmen. Vielleicht sind einige davon abgestürzt, haben sich in Drogen oder Alkohol geflüchtet. Wenn es denn etwas gibt, womit sie umgehen müssen. Denn ob sie wirklich was wissen, wissen wir ja nicht. Ja, sie haben diese Andeutung gemacht oder sie haben halt auch gesagt, ja, also Ray hat ja gesagt, er wäre beim Tod von Tate anwesend gewesen. Rays Bruder hatte angegeben, dass er wüsste, wer Terry umgebracht hat. Entweder wissen sie was, was ich stark vermute, oder sie haben einfach nur Bullshit geredet. Es ist eine Möglichkeit, ich weiß es nicht. Was mit den Eltern passiert ist von dem Mädchen, die bei der Polizei war. Die Eltern, die angeblich oder wahrscheinlich den 15-Jährigen auf dem Heimweg überfahren haben. Das weiß ich leider nicht, denn vieles wurde immer nur angeschnitten, aber nicht weitererzählt. Ich weiß nicht, ob das nachgewiesen werden konnte, dass die Eltern wirklich für den Tod verantwortlich waren oder nicht. Ich habe jetzt nicht gelesen,
dass welche dafür verhaftet wurden. Es kann sein, ich kann es überlesen haben, aber ich habe es nicht gefunden. Es war ein sehr frustrierender, ungelöster Fall von zwei gegebenenfalls Morden und einem versuchten Selbstmord und ziemlich vielen komischen Ereignissen. Auch das mit diesen Fremden, die in den Autos vor der Schule gewartet hatten und versucht haben, ein Kind zu entführen. Spooky. Sehr spooky. Und bei vielen dieser Geschichten oder erzählten Dingen war es halt nicht immer nur einer. Es hatten viele gesagt und auch viele, denen man das glauben wollte oder konnte, was davon jetzt tatsächlich stimmt. Kann ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf zu lesen, was du von diesem Fall hältst. Glaubst du, dass das alles nur ein Zufall ist? Dass es blöde Umstände gab? Oder glaubst du, dass die Möglichkeit besteht, dass dort wirklich ein satanischer Kult praktiziert und die störenden Faktoren aus dem Weg räumen ließen? Was haben die 15-Jährigen, Chad und Ray, mit dieser Sache eigentlich zu tun? Und der Sheriff, der wegen Drogendeals selbst ins Gefängnis kam, warum hat der sich geweigert, die Fälle nochmal neu zu eröffnen? Es sind ganz schön viele offene Fragen. Tja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und damit sind wir vielleicht schon ein bisschen eingestimmt Richtung Halloween. Na gut, das ist der Look. Wimpern habe ich jetzt nicht mehr geschafft, auch Lippenstift musste ich nachträglich machen. Ich glaube, so einen ähnlichen Look hatten wir schon mal. Es ist halt sehr blau. Es ist halt sehr blau. Das Schimmern, das Glitzern, das finde ich gut. Hier weine ich ein bisschen, hier hat sich das schon ein bisschen abgetragen. Da muss ich gleich nochmal nachgehen, weil mein Auge jetzt nicht mehr tränt, aber es ist sehr rot. Sehr rote Augen bekommen. Würde ich es im Alltag nochmal schminken? Ich glaube nicht. Aber ich finde es ganz schön. Das Hellblau mag ich ganz gerne, dass das so ein bisschen reinfließt. Und dann das Dunkelblau mit dem Türkis, leicht Petrol. Das mag ich schon ganz gerne. Ich glaube, ich habe es diesmal auch richtig gut getroffen. Das sehe ich aber immer erst hinterher, ob es wirklich so ist, wie ich das wollte. Ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. Pass bitte gut auf dich auf. Triff gute Entscheidungen. Und bis zum nächsten Mal am Donnerstag wünsche ich dir was. Ja, es ist halt wie es ist, ne?